Willkommen zu Ihrem Sternenführer Astrophonie. Hallo an alle mit Sternzeichen Wassermann und Aszendent Wassermann. Willkommen zu der Woche vom 2. bis 8. Februar. Liebe Wassermänner, wir befinden uns in einer Woche, die auch für Sie von großer Bedeutung sein wird, denn ein Vollmond in Ihrem entgegengesetzten Zeichen wird auftreten. In der Nacht vom 3. auf den 4. Februar um 1.08 Uhr, 14 Grad im Zeichen Löwe, wird ein starker und schöner Vollmond auftreten. Es wird insbesondere Ihren Bereich der Beziehungen erleuchten. Sie könnten eine Entscheidung in jeglicher Beziehung in Ihrem Leben, beruflich oder auch privat treffen. Einige Verwandlungen könnten auftreten. Mit den Energien des Vollmonds könnten Sie eine neue Phase bezüglich Ihrer Beziehungen beginnen. Sie könnten Ihrem Liebespartner einen Heiratsantrag machen oder solch einen Antrag erhalten, sich zur Eheschließung entscheiden, direkt heiraten oder sich verloben. Auch hinsichtlich geschäftlicher Partnerschaften gibt es positive Wirkungen. Sie könnten eine geschäftliche Partnerschaft eingehen oder wichtige Bekanntschaften machen, die diesen eine Chance bieten wird. Es wird ein Vollmond sein, das Sie in sozialen und künstlerischen Themen unterstützen wird, meine lieben Wassermänner. Der Jupiter im Zeichen Löwe wird Ihnen ohnehin viel Glück bringen. Während dieser Vollmondphase wird das Glück insbesondere im Bereich Ihrer Beziehungen deutlicher werden und zum Vorschein kommen. Ab dem 5. Februar wird der Mond sich im Zeichen Jungfrau befinden. Es ist möglich, dass Sie am 5. und 6. Februar etwas mehr auf finanzielle Themen achten. Einige Zahlungen oder Erledigungen bezüglich Ihrer Rechnungen könnten anstehen und Sie sich mit diesen beschäftigen. Am Wochenende, dem 7. und 8. Februar, wird der Mond im Zeichen Waage fortschreiten und somit optimistische Energien für Sie aktuell werden. Sie werden fröhlicher sein und sich etwas mehr Zeit zum Spazierengehen, für die Unterhaltung und soziale Themen nehmen oder sich mit kultureller Bildung beschäftigen. Einige von Ihnen könnten an diesem Wochenende an Besprechungen aufgrund der Weiterbildung oder an Seminaren teilnehmen. An diesem Wochenende könnten Sie derartigen Chancen begegnen, liebe Wassermänner. Venus und Mars werden weiterhin im Zeichen Fische fortschreiten. Demnach wird der Bereich des Geldes sehr lebhaft sein. Venus wird Ihnen bedeutendes Glück in diesem Bereich bringen. Auch wenn Mars Sie von Zeit zu Zeit zum Geldausgeben anspornt, werden Sie mit der Unterstützung der Venus das nötige Geld verdienen, meine lieben Wassermänner. Bis zur nächsten Woche.